Wenn man begriffen hat, reines Bewusstsein zu sein, dann eröffnen sich einem zwei Wege. Erstens, den Zustand, ruhend im Bewusstsein zu sein, nicht mehr zu verlassen und erleuchtet zu werden, oder mit der Tatsache, Bewusstsein zu sein, zu spielen. Spielen heißt, die Grenzen des Möglichen auszuloten und zu schauen, ob man sich nicht über seine eigene Programmierung ein Leben erschaffen kann, wie es den eigenen Vorstellungen am besten entspricht. Denn da man ja ewig existiert, hätte das mit der Erleuchtung eventuell ja noch etwas Zeit. Und so könntest du vor der faszinierenden Möglichkeit stehen, den Schatz, den die Prinzipien der Rosenkreuzer in sich tragen, zu bergen. Mit jeder Analyse und Anwendung dieser geheimnisvollen Prinzipien wirst du von Enthusiasmus erfüllt und erlangst die Kompetenz, um wahre Ergebnisse zu erzielen. Diese Prinzipien der Annahme sind der Schlüssel, um dein Leben mit Glück, Zufriedenheit und Wohlstand zu erfüllen. Hast du jemals jemanden getroffen, der dein Idealbild von einem erfüllten Leben verkörpert hat? Vielleicht hast du dir gewünscht, so zu sein wie diese Person und die Süße des Lebens in vollen Zügen zu genießen. Wisse, dass es nicht nur um den Wunsch geht, sondern darum, die Prinzipien der Annahme korrekt anzuwenden. In der Tat neigen einige Menschen dazu, die Glücklichen zu beneiden, die Gesundheit und Wohlstand genießen. Doch ein wahrer Mystiker freut sich stattdessen über das Glück und die Gesundheit anderer und strebt danach, ihren Weg zu verstehen und ihnen zu folgen. Die Prinzipien der Rosenkreuzer sind wie ein verzauberter Schlüssel zu einer Welt voller Freude und Erfüllung. Wenn du bereit bist, dich mit Enthusiasmus in dieses Abenteuer zu stürzen, wirst du nicht nur deinen eigenen Weg finden, sondern auch die Wunder teilen können, die du auf deiner Reise entdeckst. Die Schätze des Lebens warten darauf, von dir entdeckt zu werden. Vertraue mir, denn jetzt tauchen wir ein in die faszinierende Welt der Prinzipien der Annahme. In diesen Worten offenbart sich ein Geheimnis, das deine Realität formen kann. Die Prinzipien der Annahme. Es geht nicht darum, dich einfach durch andere Menschen zu ersetzen, die ein glückliches und erfülltes Leben führen, sondern darum, in deinem eigenen Geist das Bild einer idealen Person zu erschaffen, die die Freuden des Lebens in deinem Sinne genießt. Stell dir vor, wie diese ideale Person in deinem Inneren lebendig wird. Sie ist strahlend gesund, hat immer ein Lächeln auf den Lippen und ermuntert jeden um sich herum. Ihr Zuhause ist ein Ort des Friedens und der Schönheit, in einer ruhigen und respektablen Umgebung. Sie ist von liebenswerten Menschen umgeben und verfügt über ein stabiles Einkommen, das sie mit Gelassenheit genießt. Dieser ideale Mensch kann eine Fülle von Qualitäten und Eigenschaften haben, die du erfindest oder dir vorstellst. Vielleicht hat sie eine bezaubernde Singstimme, mit der sie andere unterhält und sich selbst erfreut. Oder sie ist Meisterin der Kunst der Rede. Es liegt an dir, diese ideale Person mit den Merkmalen auszustatten, die du für dein Glücksideal hältst. Jetzt, liebe Freunde, kommt der spannende Teil. Nachdem du dieses Ideal in deinem Geist erschaffen hast, nutze die Prinzipien der Annahme, um zu akzeptieren, dass du allmählich zu dieser idealen Person wirst.
Jeden Tag, bei all deinen Aktivitäten, gehe davon aus, dass du bereits diese ideale Person bist, die du dir ausgemalt hast. Deine Gedanken und Handlungen sollen von dieser Überzeugung durchdrungen sein. Die Welt liegt dir zu Füßen und du bist der Schöpfer deiner Realität. Mit den Prinzipien der Annahme kannst du dein Leben neu gestalten und die Magie der Selbstverwirklichung erleben. Deine Zukunft ist in deinen Händen. Also schreite voran und werde die beste Version deiner selbst. Du bist der Architekt deines Schicksals. Du stehst an der Schwelle zu einer aufregenden Reise, auf der du deine gegenwärtige Realität durch die Macht der Annahme neu gestalten wirst. Du kannst eine Liste deiner Wünsche anfertigen mit 3 bis 5 deiner wichtigsten Wünsche. Nach dem Analogiegesetz sind die Zustände, die du in deiner Außenwelt vorfindest, der Spiegel deiner Innenwelt. Du hast bestimmte Zustände in deiner Finanzsituation, Gesundheit, Freundschaften, Partnerschaft, der Wohn- und Arbeitssituation. Jeder dieser Aspekte spiegelt deine exakte mentale Entwicklung wider. Wenn du nun deine 3 bis 5 Wünsche betrachtest, dann könntest du sagen, was das für eine Person ist, die diese Dinge, die du gerne hättest, schon besitzt. Male dir aus, was für eine Person du werden musst, damit deine erfüllten Wünsche in der Außenwelt gespiegelt werden. Definiere diese Person und deren Charakter ganz genau und mache auf dieser Basis einen Text von Affirmationen, die diese Person beschreiben, als wärest du schon diese Person. Und nun gehst du dabei und liest dir diese Beschreibung an jedem Morgen, nachdem du aufgewacht bist, und an jedem Abend, bevor du einschläfst, durch. Nach ein paar Monaten wird dein Unterbewusstsein beeindruckt sein und diese neue Person freiwillig verkörpern. Sobald du dir den Charakter mit einer Persönlichkeit und einem Lebensstil geschaffen hast, die für dich die Ideale verkörpern, geht es darum, dein gegenwärtiges Selbst und deine gegenwärtigen Lebensumstände durch diese Idealvorstellung zu ersetzen. Um die Prinzipien effektiv zu nutzen, musst du deinen Teil dieser faszinierenden Reise durchführen. Deine persönliche Himmelfahrt. Stelle dir vor, du bist bereits die ideale Person, die du erschaffen hast. Fühle dich gesund, glücklich und zufrieden. Diese Überzeugung muss in dir brodeln, als wäre sie die absolute Wahrheit. In dieser idealen Version von dir gibt es keinen Platz für Missmut, Angst, Sorgen oder Neid. Diese Gefühle wären wie dunkle Flecken auf dem Bild, das du gemalt hast. Dein erster Schritt auf dieser Reise ist es, die Eigenschaften und die Einstellung deines idealen Charakters anzunehmen und entsprechend zu handeln. Stelle es dir vor, wie das Schreiben einer Geschichte für einen Roman, einen Film oder ein Theaterstück. Du hast in deine Geschichte eine strahlend glückliche, zufriedene und wohlhabende Person eingeführt, die Licht und Frieden, Ermutigung und Inspiration verbreitet. Wenn du nun gebeten würdest, diese Rolle auf einer Bühne zu spielen, müsstest du nicht nur die Worte sprechen, die diese Person verwenden würde, sondern du müsstest dich auch innerlich in diese Rolle hineinversetzen. Jeder Gedanke, jeder Blick,
und jede Bewegung müsste mit den Eigenschaften dieser idealen Person in Einklang stehen. Wenn du diese Annahme deines idealen Charakters Tag für Tag und Woche für Woche ausübst, wirst du erstaunt sein, wie du deine Umgebung veränderst. Du wirst positivere, wohlhabendere und glücklichere Umstände in dein Leben ziehen, die deiner Vorstellung entsprechen. Du wirst erkennen, dass du die Dinge tatsächlich erschaffst, die du dir erträumt hast. Diese Woche schlage ich vor, dass du dich täglich für einige Stunden in diese ideale Rolle hineinversetzt und deine Gedanken und Handlungen in Einklang mit dieser idealen Version deiner selbst bringst. Die Bühne ist bereitet und du bist der Regisseur deines eigenen Lebensstücks. Jetzt ist die Zeit gekommen, deine eigene Meisterleistung zu erschaffen. Tauche ein in die faszinierende Welt der psychologischen und kosmischen Einflüsse, die durch deine Gedanken wirken. Dies wird nicht nur deine Denkweise transformieren, sondern auch deine Gesundheit positiv beeinflussen und eine Fülle von Freuden in dein Leben ziehen, die deine Tage und Stunden erfüllen werden. Deine Reise sollte in dieser Woche beginnen, indem du täglich einige Stunden lang die Merkmale deiner idealen Persönlichkeit annimmst. Du kannst dies vor allem in den Momenten tun, in denen du allein bist, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Mit der Zeit werden diese neuen Annahmen eine tiefgreifende psychologische Wirkung auf dich haben und eine erhebliche kosmische Veränderung in deinem Leben bewirken. Erinnere dich daran, dass der Mensch von allen Lebewesen auf dieser Erde das einzigartige Geschenk des schöpferischen Denkens besitzt. Diese schöpferische Kraft, die Teil des göttlichen Bewusstseins in uns ist, unterscheidet uns von allen anderen Geschöpfen. Was auch immer du denkst und worauf du dich konzentrierst, trägt das Potenzial in sich, sich irgendwo auf der Welt zu manifestieren. Jedes Mal, wenn du bewusst und zielgerichtet meditierst und geistige Schöpfungen erschaffst, sendest du Gedankenformen deiner Vorstellungen aus, die schließlich zu realen Wirklichkeiten werden. Du bist ein Schöpfer deiner eigenen Realität und dein Geist ist das mächtigste Werkzeug, das du besitzt. Nutze diese Macht weise, denn du lenkst die Energien des Universums, um das Leben zu gestalten, von dem du träumst. Du bist ein Mitgestalter des Kosmos und die Welt wartet darauf, von deinen Gedanken und Träumen verwirklicht zu werden. Mach dich bereit für eine aufregende Reise der Selbstverwirklichung und der Schöpfung. Die Entfaltung der schöpferischen Kraft in uns führt zu einer bemerkenswerten Erkenntnis. Die Macht kann nicht umgedreht oder missbraucht werden. Sie ist von Natur aus anders als zerstörerische Kräfte. Die schöpferische Kraft unseres Bewusstseins kann nicht pervertiert werden, um destruktive Gedanken, Formen oder Schwingungen zu erzeugen. Alles, was aus dem Bewusstsein eines Menschen entsteht und sich zu einer Gedankenform entwickelt, muss konstruktiv und schöpferisch sein, niemals destruktiv. Deshalb ist es unmöglich, eine andere Person geistig zu verletzen oder durch irgendeine Formel oder mentalen Prozess zu schädigen. Die kosmischen Prinzipien, die miteinander wirken, um den Menschen in Übereinstimmung mit der schöpferischen Kraft des Universums zu halten, sind so abgestimmt, dass jeder destruktive Gedanke oder Wunsch, destruktive Macht auszuüben, sich selbst neutralisiert.
Die göttliche schöpferische Kraft in dir liegt immer unter deiner direkten Kontrolle. Du kannst sie nutzen, um neue Zellen und Bedingungen in deinem Körper zu erschaffen oder um außerhalb deines Körpers neue Dinge zu erschaffen. Vom esoterischen und metaphysischen Standpunkt aus gibt es keinen Unterschied zwischen der Konzentration auf Zellen im Körper zur Heilung oder auf konstruktive Wellen, um in der Außenwelt etwas zu erschaffen. Wenn du das Gesetz der Annahme in Verbindung mit deiner schöpferischen Kraft und deinem Bewusstsein anwendest, mag es wie ein Wunder erscheinen. Doch in Wirklichkeit ist es ein natürlicher Prozess. Du versetzt dich in die Lage eines anderen und nutzt dann deine schöpferische Kraft, um die Idee, die in deinem Bewusstsein existiert, Wirklichkeit werden zu lassen. Diese Erkenntnis öffnet eine Welt grenzenloser Möglichkeiten, in der du aktiv und bewusst die Realität gestalten kannst, die du dir wünschst. Du bist der Schöpfer deines eigenen Universums und die schöpferische Kraft in dir ist der Schlüssel zur Verwirklichung deiner Träume und Ideale. Nutze sie mit Bedacht und liebevoll, denn du gestaltest die Welt um dich herum auf eine Weise, die nur von deinem eigenen inneren Licht geleitet wird. Wenn du dich in dieser Woche mit dem Gesetz der Annahme beschäftigst, erinnere dich daran, dass du, wenn du eine ideale Person oder einen idealen Lebenszustand wählst, gleichzeitig etwas Großartiges erschaffst, das sich eines Tages vor dir manifestieren wird. Visualisiere diesen idealen Zustand lebhaft. Denke darüber nach, wie er sein sollte und was er haben sollte. Dies ist der Akt der Erschaffung, der dich auf einen Kurs der Verwirklichung setzt. Setze diese Prinzipien in den kommenden Tagen ein, um ideale Bedingungen um dich herum zu erschaffen. Wähle das Leben einer Person, von der du glaubst, dass sie ideal ist, und werde für eine Weile zu dieser Person. Denke wie sie, erschaffe wie sie und halte gleichzeitig an deinen eigenen Idealen fest. Dies wird dir ermöglichen, in die Welt deiner Vorstellungen einzutreten und sie auf physische Weise zu erfahren. Es kann sein, dass nicht alles sofort in deinem Leben sichtbar wird. Manche Dinge manifestieren sich langsam. Dies liegt daran, dass das kosmische Gefüge vielleicht noch nicht bereit ist, alles in deinem Leben zu verwirklichen. Doch sei versichert, dass die Gedankenformen, die du aussendest, zur richtigen Zeit und auf unerwartete Weise zu dir zurückkehren werden. Sie werden Freude, Glück und Zufriedenheit in dein Leben bringen, nach denen du strebst. Diese Reise der Meisterung des Gesetzes der Annahme ist ein Weg zur Selbstverwirklichung und zur Schaffung einer Welt, die im Einklang mit deinen tiefsten Sehnsüchten und Wünschen steht. Deine Gedanken sind wie Samen, die in die Erde deines Bewusstseins gepflanzt werden. Lass sie wachsen und gedeihen, und du wirst die Früchte deiner Vorstellungskraft ernten. Sei bereit, die Magie deiner eigenen schöpferischen Kräfte zu entfesseln und deine Realität nach deinen Vorstellungen zu gestalten. Während du dich als eine andere Person konzentrierst oder visualisierst, musst du dich von der Vorstellung in deinem Kopf befreien, dass zwei Personen an der Formel beteiligt sind, du selbst und die andere Person. Du darfst nicht einen Gedanken in deinem Geist haben, wie zum Beispiel, dass du und die andere Person die Plätze getauscht haben und dass du jetzt an der Stelle der anderen Person bist und sie an deiner.
Ein solcher Gedanke setzt die Idee von zwei Personen und der Dualität der Existenz der beiden fort. Während der Himmelfahrt muss der oberste Gedanke in deinem Geist sein, dass es nur eine Person gibt und du diese Person bist. Die andere Person ist daher vorübergehend nicht in deinem Geist, als hättest du nie von ihr gehört oder nie von ihr gewusst. Diese Einheitlichkeit der Identität ist der große geheime Punkt in diesem Prozess. Es darf nur eine Person geben, deren du dir bewusst bist. Und diese Person besteht in der neuen Kombination, die durch die Annahme geschaffen wurde. Behalte nun diese Punkte in der kommenden Woche im Gedächtnis und fahre fort mit deinen Aktivitäten mit dem Gesetz der Annahme. Wenn wir diese Formel durchführen und uns ihre Nützlichkeit und Anwendung untersuchen und analysieren, werden wir bald feststellen, dass wir einen wunderbaren Schlüssel in unseren Händen halten, um wunderbare Wirkungen hervorzubringen.